damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baldur's Gate. Ja, wir müssen erstmal schauen, dass wir hier diese Fallen umgehen, dass wir hier nichts auslösen. Eine haben wir ja schon erkannt, die wird vermutlich den da auslösen. Und das Erste, was ich machen will, ist, da unten hat es eine Plattform. Da. Und da möchte ich als Erstes hin, da hat es diese Leiter. Gruppe habe ich schon aufgeteilt, wir sind einzeln. Und dann werden wir hier mal mit Springen irgendwie rüber. Gerade nochmal. Und das könnte... Oh, eine sehen. Wir gehen das hier mal runter. Und wir haben hier zwei Hebel. Einerseits haben wir den hier. Der macht das so rauf und runter. Und der hier... Machen das in die Richtung. Also irgendwas ist da hinten. Wir werden jetzt noch einen zweiten holen. Also die Schattenherz. Ja. Und nochmal. Siehst du? War nicht mal fehlgeschlagen. Irgendwas ist hier. Also wird vermutlich das Ding da sein. Und nochmal eine. This way. Okay, Buga, no time to rest. Du gehst mal da rauf. What's next, Schattenherz. Du machst mal das da. Hier ist vielleicht auch noch was Interessantes. Können wir? Kann ich das anmachen? Ja, okay. Sehr gut. Doppeltür. Schloss knacken. 12. Bitte, lass es gut sein. Ja, schlechter hätte es nicht sein können. Nochmal. Ja, geil. Dann auch mal. Ich hätte irgendwie gerne das ganze Team jetzt bei mir. Was haben wir hier alles? Kerzen? Mal das Skelett untersuchen. Nichts Interessantes. Bitte lass ja keine Fallen sein. Ne, auch nichts Interessantes. Harfner-Schlüssel. Das nehmen wir mit. Bücher rein. Blindheit. Ja, immer her damit. Limmern, Dunkelsicht. Her damit. Wie weit geht es? Es geht nicht so weit. Okay. Da ist noch eine Tür. Jo. Komm mal her. Nö, auch nichts Interessantes. Und da tropft irgendwas runter. Irgendwas nichts Gutes. Autsch. Abgelaufener Silberschlüssel. Steinbett. Was kann man machen? Man kann da schlafen. Okay, wer hat's gedacht? In einem Bett. Okay. Probieren wir es doch mal. Ja. Hm.
Gut. Schlecht. Aber ich krieg halt alle hier nicht auf einmal rüber. Außer wir gehen dann irgendwie da lang. Oder wir gehen auch erstmal nach hinten. Zumindest einer. Oder ich kann es vielleicht anschießen. Das wäre natürlich theoretisch eine Option. Ich lade das mal wieder und überleg mir dann was. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, einmal laden später und über die Plattform sind wir jetzt da in der Mitte hier drin. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal nach da vorne. Bevor wir dann nach links irgendwie reingehen. Ja, zu schauen, wo uns das hinführt. Oh, da könnte man vermutlich rüberspringen. Okay, Skelett. Mittlere Rüstung. 1 bis 4 nekrotischer Schaden bei Angreifen, die den Träger mit Nahkampfangriffen treffen, solange er vom Schatten verschleiert ist. Nehmen wir mal mit. Ich glaube, hier war schon lange keiner mehr. Okay, ganz viel. Ach nee. Die haben mich gesehen. Aber trotzdem, das ist eine scheiß Spaßkugel. Da drüben sind Schalter. Da kommt man nicht da weiter voran. Kinder, kommt mal mit. Und am besten hier hin. Und dann springen wir hier rüber. Another scrying eye. Best to keep my distance. Wie komme ich da jetzt weiter rüber? Ungültiges Ziel. Warte mal, Moment. Scheiße, nein. Sie, kommt rüber. Achso, da hinten hätte es auch einen Übergang geben. Okay. Malachit, mitnehmen. Objective noted. Was das überhaupt noch funktioniert, so wie das hier alles aussieht. Windstoß. Pumpsegel, Gussform. Kann benutzt werden, um eine einzigartige Ausrüstung geht schon zur Form. Und diese Gussform scheint zur Verwendung einer bestimmten Schmiede vorgesehen zu sein. Okay. 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 Wieder Retour, aber wie kommen wir dann da rauf? Can't give up now. Ja, springen wir mal wieder zurück, bitte. Light on my feet. So, und da rüber. Platform's covered in rust. Must be older than bone dust. What's next? Ja, du kommst jetzt da auch mal mit. Sehr gut. Und sie. Einmal daher springen, bitte. Let's go! Und jetzt will ich die Theorie ausprobieren, dass ich den anschieße. Oh, das funktioniert ja tatsächlich. Wieder Retour. Dankeschön. Cool, dann kann sie ja mitkommen.
Und das da hinten schaue ich mir noch an. Also gerade da, wo das eine Gegner ist. Spiegel. Kann ich nichts machen. Okay. So, Super Jump hier rüber, bitte. Ich hoffe mal sehr, das ist nicht der Weg, den ich sowieso gehen muss. Nee, also schießen. Den Pfeil da. Ah, Hebel. Ja, allerdings. Einmal hier runter. Oh. Hier sind Gegner. Weil, ist das die Schmiede? Belebte Rüstung. Warte mal. Ziel ist zu weit entfernt. Ich müsste ja, wenn dann, hier runter und da hat es noch mehr. Warte, kommt mal her. Braucht sie das oder braucht sie Hilfe? Die schaffen es nicht. Okay, runter doch. Komm, also Gott, du müsstest das doch schaffen. Okay, wir tun die Gruppe aufteilen. Nein. Du, runter, dankeschön. Whatever it takes. Und auch noch Schaden. Ist ja geil. All right. Cool. What now? Very well. Kann ich nochmal. Soll ich da ohne Rest reingehen? Vermutlich nicht. Die schlaueste Idee. Komm, wir machen mal den Long West. Perfekte Location. Das sieht ja noch nice aus da. Er ist auch wieder am Start. So, was denn los? Will's brows furrow as your minds connect. He sees the burning embers of Joaquin's rest. Then Florek's face as she tells you of Ravengard's abduction. Hells! Older Ravengard's been taken. Then we need to seek him out and get him to safety. You see, Grand Duke Ravengard is my father. I know I haven't said. Our relation was no matter of pride, not least for him. Ja, das ist gerade ein bisschen weit weg, ne? Irgendwie war es mir klar, Ravengard Sohn hat Baldurs Tor verlassen. You heard right. My father and I were close once upon a time, until he disowned me and cast me out of Baldur's Gate. Oh. I can't tell you more. The pact forbids it. My lips are quite literally sealed. He made me an exile. That said, I'm not about to let him suffer at the hands of his captors. I know, and you're right. My story is one of two men. The Blade of Frontiers, a man hunting the fiends who prey on the weak and claw at the coast. And Will Ravengard, a memory of a memory, a man who belongs to the past. I wanted you to know the Blade, not the shadow he left behind. I've been asking myself the same question. What makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the Drow? Even the houses of Menzo Baranzin would have little use for my father.
No, this is no drow plot. These absolute nutters, these true souls are behind his abduction. His absence alone will sow chaos in the city. If they were to infect him, he could lead Baldur's Gate to ruin. All the more reason to find him. The Absolute has seized not just my father, but the future of the Sword Coast. Ja, mal schauen, wenn wir wieder oben sind, ne? Ja, dann würde ich mal sagen, pennen wir hier mal eine Runde. Stichwort, achso, da. Here goes nothing. Oh, du bist auch mit mir quatschen. I have a lot on my mind. My condition is worsening again. I need to consume some powerful magic or it may become volatile. Na gut. Was gebe ich dir denn? Ausgerüstet, ausgerüstet. Ja, komm. So? Ja, gut, dann so spenden. Thank you. It is a strange experience. Each time anew, like a lost soul is spelunking through the darkness that is me, only to be sacrificed on the dread altar of the heart. But this doesn't feel quite right. I mean, it never feels right, but it relieves. This doesn't relieve. Oh. Mm. The magic isn't having the effect it should have. It's not like the last time, like a rainstorm that quells a forest fire. It merely drizzles. The embers still sizzle, the fire remains undefeated. I'm not certain what's going on, but nothing good. Please, I need to think. I need to retrace my steps to a glade of calm and think. Thank you for the artifact. A great deal of trouble it was too. A great deal of trouble indeed. Hoffentlich wird es kein ganz großes Problem hier. Aber gut, Tag beenden. Ja. Okay. Gut. Und tschüss. Automatisch. Sehr geil. Gut, dass wir noch einiges hier haben. Lange Rast. You don't sleep well, flitting between dreams and nightmares. Maybe you wake up because you know something is wrong. Or maybe you just get lucky. Shit. Was zum... No, no. It's not what it looks like. I swear. I wasn't going to hurt you. I just needed... Well, blood. There, in the dim firelight, you see him for what he really is. A vampire, a slave to sanguine hunger. Ah, können wir nicht auch normale Begleiter haben? Ja, okay. I've never killed anyone. Well, not for food. I feed on animals, boars. Deer, kobolds, whatever I can get. But it's not enough. Not if I have to fight. I feel so weak. If I just had a little blood, I could think clearer, fight better. Please. A strange sensation courses through you, and your companion's mind unfolds. Secrets half revealed. Nur zwei. Ja, gut. Ach shit, wir verlieren die Sporen des Glücks.
schade. Naja, gut. What's this? What's happening? Something stirs deep within you, hungry and alert. It's taking something you'll never get back. His mind opens up, revealing cracked and quivering memories. At their heart, you see dark eyes commanding you to feed. You open your mouth and bite down, not into a tender neck, but into the twisting body of a rat. The only thing your master lets you eat. Da ist jemand nicht happy. Yes. Yes, I ate whatever disgusting vermin my master picked. So you can see why I'm slow to trust you. But I do trust you. And you can trust me. Sicher? Yeah. Because we don't have a choice. Not if we're going to save ourselves from these worms. I need you alive. You need me strong. Please, only be a taste, I swear. I'll be well, you'll be fine, and everything can go back to normal. Ich lasse mich doch nicht freiwillig von einem Vampir beißen. Sollte man ihn vielleicht mitnehmen. Ah, ist vermutlich ein Fehler. Really? Of course. Not one drop more. Let's make ourselves comfortable, shall we? Bitte mach keinen Scheiß. It's like a shard of ice into your neck. A quick, sharp pain that fades to throbbing numbness. Your breath catches, your pulse quickens. Ja, ist genug. Sehr gut. Oh, of course. That was amazing. My mind is finally clear. I feel strong. I feel happy. Ah, don't be so dramatic. This is just a little transaction between friends. And look what you've gained. Together, we can take on the world. Yeah. It won't happen again. You have my word. Now, if you'll excuse me, you're invigorating, but I need something more filling. This is a gift, you know. I won't forget it. You watch as he stalks off, stronger, more confident, ready to hunt. Ob wir ihn mitnehmen lassen, mitnehmen sollen? Kein Traum? Hells. Seems that book on Flumps was not all it appeared to be. Oh, Blut leer. Ich hab's mal schon gedacht. Ja, geil. Gut. Können wir. Mal ganz kurz was schauen. Zauberbuch. Ja, gerne, Domäne der List. Was nehme ich denn da so alles mit? Okay, ich werde mal ganz kurz meine Zauber neu aussuchen. Und dann bin ich gleich wieder für euch da. Bis gleich.
Und schon sind wir wieder da. So, dann werde ich mal sagen, wir werden da jetzt mal runtergehen. Und ich hoffe, die kommen gleich alle mit. Kommt sie bitte mit? Ah, ich muss es halt wieder manuell machen. My face protects me. Ja, komm. Runter bitte. Action, not reaction. Auch runter, danke schön. Don't burn yourself. So, runter. Wir werden jetzt mal ein Verstecken machen. Just for the time being. Must be on my way. Und das erstmal aktivieren. Wobei, ich glaube, ist schon aktiviert. Sehr geil. What's inside? Okay. Das ist geil, mit Tieren sprechen. Justitor Maske. Einschüchtern plus 1. Oh. Ich will ich gerade mal ausprobieren. Also das wäre anstatt von dem. Was ist das hier? Rettungswürfe plus 1. Einschüchtern plus 1. Naja. So, der Kolbengussform mitnehmen. Und hier haben wir da, ach, das sind zwei Gegner. Was? Ist es das da unten vielleicht? Ich will mich hier noch ein bisschen umsehen. Also hier geht's absolut nicht weiter. Schauen wir mal hier. Von Schatten gehen plus 1 auf alle Rettungswürfe, wenn der Träger angegriffen wird, während er von Schatten versteiert ist. Ja. Das könnten wir noch mal gucken. Wo war das? Das hier. Ah. Okay. Oh, geil. Kiste. Das nehmen wir mit. Instruktionsprotokoll der Schmiede. Das klingt wichtig. Let's have a look. Geil. Tote beleben. Erschaffe einen untoten Diener aus einer Leiche. Oh, ja, bitte. Wisst ihr was, das gebe ich aber nicht mir. Das gebe ich jemand anderem. Generell, das mit den Schriftlohn. Was, du kriegst ein paar von denen. Wo ist es jetzt mit dem Untoten? Übelkeit, Unsichtbarkeit, Tieflandschaft, not found? Okay. Ach da. So, hier gehen wir auch noch ein paar Schriftrollen. Ich wollte gerade ein bisschen aufteilen. So, zu. Cursed to put my hands on everything. In diesem Bereich waren die wissenschaftlichen und erkannten Prinzipien des Baus der großen Schmiede ausgeführt. Die Ergebnisse zieher Experimente werden in Erschöpfung der Teilfreude erläutert. Hammertest. Hammertest, Hammertest. Okay. Sonst noch irgendwas von Interesse? Ja, schauen wir uns das nochmal ganz kurz an. Nö, okay. Gut, wir könnten aus dem Versteck erstmal wieder raus. Have to keep going. Bitte noch gern irgendwie da nach hinten. Ist da noch was? Das sind dreimal diese belebten Rüstungen hier. Oh, das sind 1, 2, 3, 4.
komm, wir gehen mal da nach unten. Don't waste a step. Wenn möglich versteckt. Was ist das? Warum ist es? Ah, ist jetzt voll durch. Oh, diesmal geht's, oder wie? Oder auch nicht. Damn, it's good to be alive. There is work to do. Autsch. Oh, geh hin. Oh no. I have to keep going. Oh. Blickschmiede. This must be the forge. What a sight to behold. Ja, sieht schon geil aus. Warum schon? Spiel, wirklich. Schafft sie es? Ja, drei. Noch einer. Secrecy above all. Nein. Zurück bitte. Kommt her, bitte. Bitte, bitte, danke. Okay, wir werden einfach mal. Ah, warte mal. Schlussform, Alter. Hm, wo sind die Gussformen? Was ist das? Hallo? Streitkolben. Ist es drin? Ah, ans Lager setzen. Wieso? Warum kann ich. Was ist dein Problem? Einfügen. Okay. Ja, dann. Mach mal was draus. Hat nicht funktioniert? Ist jetzt mit der irgendwas anders? Nee. Was habe ich denn falsch gemacht? Oder muss hier irgendwas hin? Schmiedehebel. Ach, warte mal. So, mach das nochmal hier auf. No use. It's blocked. Okay, wir probieren das nochmal. Machen wir das vielleicht mit dem Langschwert zuerst. Gut, und dann dieser Hebel hier. Sieht schon ganz schön abgespaced aus hier. Oh. Okay. Muss ich da was machen? Gegenstand einsetzen. Na, lass mich raten. Da braucht man das Spezialmetall. Oder die Form? Nee. Das ist vom Auswurf. Ach so, ja. Ich bin da sogar da. Okay, wir brauchen irgendwie so Special Metall. Hier unten ist was. Lava-Ventil. Wie komme ich denn da runter? Auto gut down there. Irgendwie hier. Jetzt mal dahin. Beziehungsweise, ich nehme sie mal, weil sie kann ja so richtig gut springen. Komm, geh daher. Und komm, trenn. Dankeschön. Konntest du nicht gerade vorher springen? Nicht genügend Platz. Okay, das funktioniert irgendwie nicht. Kommen wir hier hin.
Es muss doch einen Weg eigentlich doch runtergeben. Ich werde irgendwie da halt hingesprungen, aber geht nicht. Okay, ja, ansonsten. Let's get going. Alle mal wieder zusammen. Hier hin. Und wir gehen da weiter. Ich möchte damit gern spielen. Kommt hier? Geht doch. Was vom Platzen? Oh. Ist was. Kommt's mal hier hoch. Lava's popping. Lethal stuff. Ja, was du dich sagst. Weißt du was? Dann nehme ich mal dich dafür, weil du kannst springen. Aber wenn ich da jetzt reinlaufe, ist es ja immer kacke. Kann man da vielleicht irgendwie drüber springen? Yes. Sehr nice. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. What have we here? The cause of the lake's disturbance is surely. Ja, ich weiß. Oh, oh, oh. Alter Scheiße, ein Lava-Elementar. Will ich mich mit dem wirklich anlegen? Vor allem, was ist hier denn? Speichern und dann probier es. Vielleicht irgendwie mit Schleichen oder so. Okay, komm her. Stecken. Komm, explodier. Sehr gut. Unheard, unseen. Adamantruhe. Kann ich Schluss knacken? Oh, 20. Ah, nice. Alles mitnehmen, schau's mal später an. Oh. The amulet is heavy, but holds a subtle warmth, like it was left under the sun. Suddenly, the metal surges with heat. You feel great power and an overwhelming urge to laugh. Can thou endure? Geht das überhaupt? Ja. Yeah. Sehen. Probieren wir's. Ja, geil. Kritischer Erfolg. The laugh urge fades. A quiet power spreads from hand to head, then down to your feet. Thou hast done well. For what is a laugh, if not one step toward madness? Thou art the wonder! Return me! Take me home, and thou shalt glow with blessings. Ja, okay. Anlegen, einstecken, wegwerfen, Nachforschung, das Amulett untersuchen. Mmh.
ja. Let's try, aber vermutlich wird es diesmal wieder nichts. Oh, Tatsache. Beneath the rampant joy, you sense the monk's fear and sincerity. He doesn't wish to harm you, but that doesn't mean he won't. Ja. To my granddaughter, Shira Clawin, serves Ilmata Shida. She waits in Worm's Crossing. Take me there, and thou shalt bathe in her golden gifts. Oh, thou shalt be blessed indeed. Ich konnte mich kaum beherrschen. Was habt ihr mit mir gemacht? Ich bin nämlich so ein Grillen. Ja, genau. The Sharans tormented me, and I laughed at the pain till now couldst I stop. Oh. Is there affliction more terrible than eternal joy? This is my pleasure. This is my curse. Oh, okay. Ja, wir haben die fünf Schaden. Erstmal einstecken. You feel a chuckle coming on, but it soon fades. Okay, wenn wir uns wieder verstecken. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee. Wo ist der Typ? Ah, ist gerade da hinten. Soll ich warten, bis er noch mal eine Runde gemacht hat? So wird er schlau. Warte, es gibt noch mal ganz kurz einen Cut und dann sehen wir uns da hinten. Ich warte, bis der Eimer vorbeigegangen ist. So. So, liebe Leute, da bin ich wieder. Ich habe es wieder zurückgeschafft. Und sie hat jetzt mal das Amulett an. Und wir schauen uns mal ganz kurz an, was wir sonst noch gekriegt haben. Wir haben hier dieses Pfeil der Linderung, Pfeil des Ilmatar haben wir hier. Den Talisman eben hier. Zum ersten, Hervorrufungszauber der zweiten Grades. Rede mit dem Amulett und KI-Wiederherstellung. Ob das so gut ist, wird sich noch herausstellen. Aber ich habe gerade mit einem Kollegen gesprochen, der mir gerade erzählt, wo ich bin. Und der hat mir geraten, ich soll das Ding noch nicht anfassen mit meinem Level, was ich momentan habe. Also werde ich das auch erstmal nicht tun. Aber dafür noch ein bisschen weiter umsehen. Kommt sie da rüber? Ja, komm. Rüber. Ruhe, du schaffst es. Und was mir Aino gesagt hat, ist, wir brauchen dann auch noch dieses Spezialmetall da. Das soll es aber irgendwo in der Nähe von der Mine haben. Okay, wenn das jetzt eh erstmal doof ist, dann gehen wir vielleicht wir könnten uns das da noch ansehen. Da oben ist das mit näher. Machen da mal ganz kurz eine Schnellreise. Sehr gut. Hier gab es ja sonst nichts, oder? Da hinten ist was. Wie kommt man da hin? Ist es das vielleicht gerade schon? Wie komme ich da hin? Ach, da runter. Das heißt, wir müssen hier einen Kampf machen. Nicht so geil. Ja, okay. Vier Gegner. Das sollte man eigentlich relativ gut kriegen. Dann da runter. Legen wir da hinjumpen zu dem Teil da. 33. 33. Ja, das. Ja, doch, das geht schon. Okay.
Ich würde sagen, wir machen das aber in der nächsten Episode. Wir sind schon bei 45 Minuten. Dann werden wir in der nächsten Episode diesen Kampf da machen. Wir werden uns diese Gussform da noch holen. Da runtergehen. Schauen, was das ist. Aber vermutlich das Metall für das da. Und dann werden wir uns ein bisschen umsehen. In die hinteren Räume gehen. Eventuell kriegen wir noch ein Level up. Und dann frage ich mal, ob Level 6, wenn wir das dann haben, ob es dann noch gut ist, dass wir das dann machen. Also das aktivieren, wie auch immer wir das machen. Und da hat es ja noch dieses Lava-Ding da. Da müssen wir noch schauen, wenn wir zu dem runterkommen. Aber ja, wird nur spannend. Aber sieht halt mega geil aus hier drin. Gefällt mir. Und wenn es euch auch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald in der nächsten Episode von Baldur's Gate. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.